In your face. What's poppin', Leute? What's poppin' in your faces? Willkommen im Jahre 2024 mit derselben Energie, wahrscheinlich mehr Energie, mit derselben Besetzung. C'est moi und meine beautiful, haariger Partner in Crime, Basti, the beauty, Doren. Wie ist es dir, mein Lieber? Johnny Boy, was geht ab? Ja, auch von mir herzlich willkommen in einem neuen Jahr, das schon sehr turbulent gestartet hat. Ja, beziehungsweise das alte hat ja auch, turbulent geendet. Wir wollten ja eigentlich im alten Jahr noch aufnehmen. John hatte wie immer mal keine Zeit, ja, weil er diverse Silvesterpartys planen musste. Ja, okay, und dann noch hier Dortmund und keine Ahnung, was da noch auf dem Zettel stand. War wieder schwer zu erreichen, deswegen. Leute, wie ihr natürlich halt wisst, ist das komplett gelogen, denn es gibt ja so eine Winterpause beim Fußball, ne? Also da wird ja nicht durchgespielt, also ist die Ausrede, stimmt die halt nicht. Ich habe ja predicted, ich habe ja eigentlich das Jahr beendet, aber du hast gesagt, dass wir unbedingt aufnehmen, dass ich halt einen Scheiß laber. Aber ich sag mal so, auch wenn du das laut halt, also ihr, keine Ahnung, rumschreist, dass ich schuld dran war, also ich glaub nicht, dass ich jetzt halt, also es hat nicht an mir gelegen, sagen wir so, oder? Ja, okay, das war natürlich komplett gelogen von mir. wir haben es einfach nicht hinbekommen. John wollte unbedingt noch, aber dann, ja, war es bei mir ein bisschen stressig, Weihnachten dann direkt wieder in die Spiele, weil wir, im Gegensatz zu den Fußballern, haben ja keine Winterpause, wir haben ja durchgespielt. Sowohl am zweiten Weihnachtsfeiertag wie auch direkt nach Silvester. Von daher war das alles ein bisschen stressig. Und, wie war Weihnachten eigentlich bei dir? Alles gut gewesen? Boah, Weihnachten war wie immer entspannt mit der Family. Kein großes Drama, was schon mal gut ist. Ja? Meine Großfamilie da, ne? Nee, die ist ja ein bisschen abgespeckte Variante, was aber auch ganz schön war. Aber im Endeffekt kommt es ja nur darauf an, ob die Kinder glücklich sind und die wurden wieder reich beschenkt. Aber ich merke das schon, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich warte immer noch auf mein Geschenk. Ja, ich auch, John. Und Geschenke ist ein gutes Thema, Stichwort, weil ich merke das schon so, von Jahr zu Jahr als Erwachsener wird man da so ein bisschen vergessen, ne? Also du kriegst einen Scheiß, bekommst du. Von den Zeiten, wo ich nach München gezogen war oder bin, gab es nichts mehr. Also ich kann dir ganz genau sagen, was ich dieses Jahr bekommen habe. Nämlich gar nichts. Aber ey, ich habe dich eingeladen, ne? Ich habe dich zu unserem Weihnachtsfest eingeladen. Du hast mich zu deinem Weihnachtsfest eingeladen. Ich wollte auch nicht. Ich hatte auch einen Grund. Denn Weihnachten war bei mir sehr schön, ganz alleine daheim, denn ich war krank. Ich war tatsächlich krank. Wir haben doch, glaube ich, auch noch mal kurz gefacetimed. Da sah ich zerstört aus. Und das war halt nicht vom Alkohol und so, weil ich ja seit geraumer Zeit nichts mehr trinke gerade. So eine Challenge von mir. Und ja, mich hat's richtig umgehauen. Ich war wirklich, ich glaube, eine Woche weg vom Fenster. Ich habe mich auch bei niemandem gemeldet. Ich habe sogar meinen Urlaub in den Staaten halt abgesagt. Ich wäre nicht am 26. geflogen. Und ja, Eltern abgesagt, war natürlich halt ein bisschen kacke, weil die jetzt für ein halbes Jahr jetzt wieder weg sind. Aber ja, zu Hause, krank, kein Corona, aber mich hat es einfach mal komplett umgehauen. Deswegen war Weihnachten bei mir, ja, also ich habe kein Familiendrama gehabt. Ich habe mich auch nicht überfressen, also da mussten keine extra Hunde weg. Also es war auch nicht feuchtfröhlich, es war einfach nur me, myself and Tempo. Und Bepanthen für die Nase, damit es nicht ganz aufreißen. Aber dann ist es ja umso schöner, dass es dir jetzt wieder besser geht. Wie bist du ins neue Jahr gestartet? Wie hast du Silvester verbracht? Gearbeitet. Ah, ihr hattet große Party im Rodman, ne? Hab ich schon auf Insta gesehen. Boah, also große Party. Also es war eher verwunderlich, weil das war komisch, weil es war ja Freitag, Samstag war ja normal auf und Sonntag war ja Silvester. Und normalerweise denkst du dir, okay, gut, Freitag, Samstag,
ist nicht so viel los, ne, weil die sich alle für Silvester halt so freuen und ja, aufgeregt sind und dann halt die Tage vor nicht feiern gehen. Aber die haben uns ja komplett auseinandergenommen, ne? Freitag, Samstag. Ich wusste nicht, wo vorne hinten war, weil wir sind natürlich halt auch erfahrungsgemäß mit einem Barkeeper weniger an den Start gegangen. Und da musste halt, ja. Da musste der Papa aushelfen an der Bar, oder? Da musste der Papa an der Bar aushelfen. Ich habe sogar gespült und sogar mal Gläser gesammelt. Weißt du überhaupt noch, wie man die Drinks macht? Ja, hundertprozentig. Also meine Erfahrung, wenn der John die Drinks macht, ja, ist da enorm wenig Anteil an Mischgetränken drin. Ja. Für besondere Freunde, ja, ich habe halt, wie gesagt, ist ja auch teuer, Cola zu verschwenden, wenn du Cuba Libre trinkst. Ne? Also, und Cola ist ja auch nicht gesund, zu viel Zucker. So nämlich. Ne? Also gut, dass ich gerade an einer leckeren Paulaner Spezi sitze. Ne? Ja, ich im Osaf. Nee, war eigentlich nichts Besonderes. Also ich würde gerne was Spannendes erzählen. Ja? Hast du irgendwelche Neujahrsvorsätze? Nee. Nee? Gar keine. Wieso? Wirklich gar keine. Nein, ich finde halt Neujahrsvorsätze schwachsinnig. Und wenn du Neujahrsvorsätze halt machst, setzt dich automatisch unter Druck. So, ne, weil komischerweise sind Neujahrsvorsätze immer so, jeder muss wissen, was deine Neujahrsvorsätze sind. Und dann hast du meistens immer Tag 3, Tag 4 und bist immer noch am Sporteln und hast immer noch keinen Alkohol getrunken und rauchst du nicht und, weißt du, so dieses, ne, so, das ist halt einfach, für mich ist einfach, ist unnötig Druck, du machst dir persönlich so einen Druck, deswegen lebe ich einfach das neue Jahr einfach so wie das alte. Und lass es auf mich zukommen. So. Im völligen Überfluss, ne? Lebst du das neue Jahr wie das alte? Ja, wie man mich kennt, lebe ich voll im Überfluss. So, ne? Naja, also das hatte ich jetzt extra immer, weil viele Freunde wissen, dass ich seit 2-3 Jahren im Minimalismus lebe. Quasi, also nicht so. John hat nur noch eine Unterhose. Ja, und er wendet sie einfach jeden Tag. Eine Unterhose ist natürlich jetzt halt übertrieben. Aber ich habe jetzt keine 30 Pullis mehr. Oder, weißt du sowas? Das ist ja bei mir im Ganzen, auch im Haushalt, überall so. Leute, ich sag euch eins, man fühlt sich so erleichtert. Weißt du, ich meine, wenn du morgens aufstehst und weißt, du hast keine Espressomaschine bei dir zu Hause, dann musst du ja auch nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn du morgens aufstehst und dann dir ein Espresso machen wollen würdest, wenn du eins hättest, und dann merkst, scheiße, ich habe keinen Kaffee, da ist wieder der Tag gestresst. So weiß ich ganz genau, ich gehe duschen, ziehe mich an und gehe runter und hol mir nur einen Kaffee. Also meine Damen und Herren, da merkt man, dass der John einfach keine Kinder hat, weil jeder, der eine Familie hat mit kleinen Kindern, der weiß ganz genau, dass es essentiell ist, direkt nach dem Aufstehen sich erstmal einen Kaffee zu machen. Ja? Sonst braucht der Tag gar nicht beginnen. Wie war's bei dir, Silvester? Silvester entspannt, auch mit Kids. Wir haben die ein bisschen verarscht. Wir hatten keinen Bock, dass die bis 12 Uhr wach bleiben. Und haben denen aus Sydney das Feuerwerk gezeigt auf dem Handy und einfach den Countdown, ich glaube, um 9:30 oder 10 schon gestellt. Haben die nicht gecheckt. Das war gut. So sind wir erstmal mit einer kleinen Lüge ins neue Jahr gestartet. Ja. Was aber es ist eine geile Lüge. Also, das ist eine schlaue geile Lüge. Ey, sag mal, stopp. So was habe ich noch nie gehört. Das ist aber so einfach, aber so genial. Kanntest du es von irgendwie oder seid ihr selber drauf gekommen? Oder habt ihr schon gehört, dass irgendeiner macht? Weil, wie gesagt, ich habe keine Kinder, deswegen muss ich mich mit solchen Tricks nicht beschäftigen. Sag nochmal, ich habe dich gerade akustisch nicht verstanden. Kanntet ihr den Trick schon? Habt ihr es von irgendjemandem gehört? Ja. Wir kannten es schon. Im letzten Jahr beispielsweise haben wir mit Freunden gefeiert, die haben schon ältere Kinder, die hätten es verraten. Okay. Deswegen in diesem Jahr war das ganz gut. Und wir haben uns aber tatsächlich Neujahrsvorsätze vorgenommen. Wir ziehen die gerade durch. Also wir haben uns was für den Januar vorgenommen, weil wir wirklich über die Feiertage und davor auch die Adventszeit, ne, die Kinder, die haben so viel Süßigkeiten gegessen. Und generell haben wir es uns richtig gut gehen lassen und haben gesagt, okay, im Januar, pass auf, keine Süßigkeiten und kein Fleisch. Wir essen eh wenig Fleisch und gesagt, okay, jetzt im Januar verzichten wir mal komplett. Heute ist der 8. Januar, glaube ich.
Bis jetzt halten wir durch. Wir waren gestern sogar bei uns draußen in der Natur, in der Fränkischen, in dem schönen Wirtshaus. Da hast du natürlich schon ab und zu Bock, mal so ein richtig deftiges Schäuferler zu essen oder so ein geiles Schnitzel oder so. Was ist Schäuferler? Schäuferler ist Schweineschulter. Ah. Ist so eine Spezialität in Franken mit so einer geilen Schwarre, mit so einer Fettschwarre obendrauf, die dann so knusprig wird. Aber wir haben es auch gestern durchgezogen. Ey, was isst man dieses Schäuferlein? Mit Kassel, ist es so wie Kassler oder was? So mit Sauerkraut? Nein, das ist wie so ein Braten halt. Ah, so okay. Ja, das isst man hier ganz normal mit Klößen. Okay. Geil. Ja, und wir haben es durchgezogen. Wir haben Fisch gegessen. Ah, okay. Und also ich glaube, das ohne Fleisch gar kein Problem. Meine Frau allerdings, abends auf dem Sofa, die vermisst, glaube ich, ab und zu schon so eine Packung Gummibärchen. Das ist schon... Da aber ich sag mal, so deine Frau kannst du auch vertragen. Also ich meine, bei der sieht man nicht, dass sie halt gerne Süßigkeiten isst. Ja, aber du weißt, ne, wenn man sündigt, das zeigt sich vielleicht nicht jetzt, sondern irgendwann später. Ja, aber du trinkst doch was Süßes. Du trinkst doch ein Spezi, oder nicht? Ja, aber das ist ja keine Süßigkeit. Wir reden jetzt von so Schokolade und... Ah, und okay. Also nicht dieses... Und du weißt ja, warum ich gerade eine Paulaner Spezi trinke. Weil? Könnte ja sein, dass jemand von Paulaner zuhört. Ja? Auch wenn das nicht mehr von denen produziert ist, diese Folge. Nee, aber kann ja sein. Weißt du, das ist... Das gehört zum Job dazu. Ja. Okay. Deswegen, wir sind gut ins neue Jahr gestartet. Sportlich, weiß ich nicht. Hat das alte Jahr ziemlich beschissen geendet. Wir haben ja bei meinem alten... Ja, warte, stopp, weil wir haben ja gesagt, 2024 ändern wir ein bisschen was am Podcast. Und wir machen es halt so, ich komme mit zwei Themen rein. Du kommst mit zwei Themen rein. Ja, aber jetzt nimmst du hier den kompletten Flow raus, wie immer. Ja, Moment, merkt man einfach, dass du, weißt, du musst mit dem Flow gehen. Ja, geh du mal mit dem Flow, weil wenn ich mit deinem Flow gehen würde, dann würde ich jetzt, keine Ahnung, auf Platz 8 in der zweiten Liga sitzen. Platz 8 wäre schön. Ach, den Quatsch, die sind ja noch tiefer. Wir sind noch tiefer. Naja, ja, erzähl mal, das war eine Zuschauerfrage. Wie war deine Heimkehr in alter Wirkungsstätte? Ernüchternd. Ich habe mich natürlich sehr darauf gefreut. 26. zweiter Weihnachtsfeiertag in Bayreuth. Ausverkaufte Halle. Geiles Ding. Ja, wir haben direkt brutal auf den Sack bekommen. Ne? Sind ins Spiel gestartet wie kleine Kinder. Und dann im dritten Viertel wurden wir nochmal komplett überrannt. Also Bayreuth höchst verdient. Und das ist schon spannend. Ich war ja jahrelang auf der anderen Seite in Bayreuth. Ja. Wo wir ja oft davon gelebt haben, von dieser Atmosphäre. Ja. Und man muss sagen, ey, wenn du da als Gegner bist, da bist du manchmal in Schockstarre. Das ist schon geil, was da passiert, also Hut ab. Und es war ja das erste Derby Bayreuth-Nürnberg, Nürnberg-Bayreuth in der Zweitligageschichte. Und hat richtig Spaß gemacht, ne? Auch wenn wir auf den Sack bekommen haben. Aber war einfach toll, wieder zu Hause zu sein. Viele, viele bekannte Gesichter gesehen, das war schon lustig. Und ich freue mich schon, wenn die Bayreuther zu uns kommen, dann gibt es auf jeden Fall Payback. Verspreche ich jetzt schon. Sportlich, okay, wir wissen, dass du auf den Sack bekommst und was die Leuten so interessiert ist, nachdem du 8 Jahre warst dort, ne? Jo. So, das ist ja eigentlich quasi deine zweite Heimat gewesen. Absolut. So, ne? So. Und wie war es halt von wegen. War die Legende da, Hallenschwäche, wie haben die dich begrüßt? Hast du irgendwas bekommen? Wie haben die Fans dich aufgenommen? Weil du ja eigentlich beim Rivalen jetzt halt bist, ne? Also direkten Rivalen. Gab es irgendwas Nettes oder gab es Geschenke oder haben die auf dich geschissen? Nee, Begrüßung war schön. War ein schöner Applaus. Natürlich Eddie am Start, mit dem ich viel gequatscht habe, mit dem habe ich Kontakt. Geschenke gab es nach dem Spiel ein paar von den Fans, die zu Weihnachten ein paar Präsentchen dagelassen haben. Also es war nett so, ne? Es war jetzt kein großes Ding. Da haben wir gesagt, dass wir mal so eine große Verabschiedung eher
mal in einem Rahmen machen, wo es nicht um was geht. Also das heißt nicht in einem Ligaspiel, weil das finde ich irgendwie mal so ein bisschen, ja, lenkt so ein bisschen ab aus meiner Sicht. Ne? Dafür gibt es einfach, ich meine, in der NBA hast du Zeit dafür, aber bei uns, da zählt einfach jedes Spiel. Und da habe ich gesagt, ey, für beide Vereine ist das Spiel zu wichtig, um jetzt davor irgendwie so ein großes Ding zu machen. Deswegen haben wir das sein lassen. Aber allen in allem war es schön, es war ein warmer Empfang und hat mich auf jeden Fall gefreut, auch wenn natürlich das Ergebnis nicht so geil war. Und wir ja mit einem ziemlich ungeilen Gefühl aus dem Jahr gegangen sind. Ja. Ja, und wollten direkt, 2. Januar war das nächste Spiel gegen Münster. Wir wollten da direkt eigentlich wieder gut machen. Auch direkt wieder richtig den Arsch versohlt bekommen, ja. Also tough, was da abgeht. Aber ich wollte nochmal sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ne? Aber neues Jahr, man ist ja vielleicht so ein bisschen, gerade auch so nach den Feiertagen, ich bin dann immer so ein bisschen müde in der Zeit. Aber das neue Jahr, das lässt dir ja gar keinen Raum zum Atmen, weil es jagt ja ein Sporthighlight das nächste. Also die erste Januarwoche war schon wieder crazy. Ja. Ich weiß nicht, hast du Darts-WM geguckt? Ja. Ey, ich liebe ja Darts-WM, ne? Ellie Pelli, diese Zeit, wo alle Zeit haben, auch Darts zu gucken, ist geil, ne? Das ist ja für die Zuhörer, ganz kurz, das ist ja ein Traum von uns beiden. Bucketlist. Wenn du deine Karriere beendest, dass wir zusammen Ellie Pelli uns da richtig eine reinstellen und richtig feiern und nicht so wie die Amateure 1-2 Tage. Nee, wir bleiben ja schon ein bisschen länger. Es waren ja jetzt auch wieder, es waren noch wieder auch viele, viele deutsche Fußballer, glaube ich, waren jetzt am Start, oder? Man sagt ja, 40% der Zuschauer, oder 30 oder 40, kann auch gelogen sein, sind Deutsche. Deswegen, ich weiß nicht, deswegen hörst du auch sehr viele so deutsche Lieder, so deutsche Anforderungslieder, auch hier Klassiker ist halt einfach, was ich überhaupt nicht gern höre, ist halt dieses BVB bla 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 Lied und halt, und auch Timo Werner ist ein Sohn, ne? Da merkst du halt schon. Ein U-Sohn. Ja, und also ist halt natürlich halt beides nicht cool, aber halt da merkt man, wie viele Deutsche da sind. Ja, aber es lag natürlich auch daran, die Deutschen haben dieses Jahr echt gut gespielt. Wir hatten 4 Deutsche in der 3. Runde. Und ich habe mir in der 3. Runde, weil Lokalpatriotismus, Pikachu, ja, Ricardo Pietreczko aus Nürnberg, ja, hat in der 3. Runde gegen den späteren Champion Luke Humphries gespielt, ne? Und hat er eigentlich das Ding schon im Sack, hat es dann wieder hergeschenkt. Und es war geile Stimmung, aber weißt du, das war dann wieder so Allmann-Gesänge, ne? So ohne Deutschland wäre hier gar nichts los. Digga, was? Noch dazu waren sie so, die deutschen Fans, so ein bisschen unfair, weil es ist ja immer geile Stimmung, aber beim Anwerfen oder in der letzten Konzentrationsphase muss es ja eigentlich still sein. Und da waren von den Deutschen immer, wenn da Humphries geworfen haben, kam so vereinzelt Pfiffe, so ein bisschen unfair. Das finde ich dann immer so affig, ja, das verstehe ich nicht, weil guck mal, die Deutschen, weißt, die kommen jetzt halt da an und guck mal, auch die Engländer, das ist so ein friedliches Fest, alle saufen, alle Dings, eigentlich gibt es da kaum bis, es sei denn, einer hat wirklich Scheiße gebaut, so, es gibt keine Pfiffe, aber warum müssen die Deutschen, das ist mir schon mal aufgefallen dort, immer halt so Störenfriede sein? So immer dieses Hate und andere, warum können die nicht einfach sagen, okay, das ist einfach so, ich meine, das vereinzelt jetzt nicht, sage ich nicht alle deutschen Zuschauer, die da sind, aber das ist schon so vereinzelt vermehrt, so immer, dass die da halt negativ auffallen, so, ne? Und das ist ja eigentlich, du musst dir vorstellen, das ist ja so wie keine Ahnung, wie eine Woche, wie lange ist eine Woche, ne? Eine Woche, anderthalb, sowas? Ja, ich glaube so 10 Tage ungefähr, ja. Ja, es ist einfach so, du musst wahrscheinlich anderthalb Wochen ist es einfach Karneval mit Wiesn, Oktoberfest kombiniert. Da pfeift man auch niemanden aus. Da feiert man jeden, der, keine Ahnung, eine Mass-Ex. So. Ja, aber du weißt selber, ne, auf so großen Festen gibt es immer ein paar Affen. Und ist auf jeden Fall schade. Am Ende des Tages, ich habe es wieder krass gefeiert. Die Übertragung hat wieder bestätigt, wir müssen dahin. Das muss ganz weit oben auf unserer Bucketlist stehen. Am Ende war ja auch geiles Finale. Luke Littler war
ist 16, ne? Ey, der sieht ja älter aus. Ey, Freunde, Zuschauer, ich schau jetzt auf die Kamera, ne? Hier, meine Fresse. Guck mal, der Typ sieht doch älter aus wie ich. Und der ist 16. Der ist 22 Jahre jünger wie ich. Ja, aber die Leute wissen ja auch nicht, wie viel Geld du hier für deine Hautcremes und Botox-Behandlungen und was weiß ich ausgibst. Ne? So ein Bullshit, Alter. Ich bin einfach Asian, weißt du? So, Alter, er sagt, er lebt den Minimalismus. Ey, ihr müsst mal in sein Badezimmer. Ey, was da für Cremes stehen, habe ich in meinem Leben noch nicht gehört, diese Dinge. Ja, Leute, Nivea-Creme. Also ich will keine Werbung, Nivea-Creme. Eine Cremedose. Halt deine Fresse, als ob. Du aber ganz wichtig bei dem auch Vaseline. Egal, auf jeden Fall. Also, Darts-WM war ein Highlight. Dann, wo ich mich auch darauf freue, nochmal kurz weg vom Basketball. Ich bin ja manchmal so ein Eventsport-Fan. Ne? Ja. Also ich schaue relativ wenig Handball. Also ich liebe eigentlich alle Sportarten, aber Handball schaue ich mir relativ wenig auch an, wenn wir hier in Nürnberg haben, eine Erstligamannschaft, HC Erlangen. Jetzt steht die Handball-EM vor der Tür, glaube ich auch in München, Vorrunde. Ja. Und da wollte ich nochmal sagen, ey, das muss man sich auf jeden Fall anschauen, nicht nur, weil es auch bei Dein übertragen wird, ja, kurz Schleichwerbung, aber das Eröffnungsspiel am 10. Januar, Deutschland gegen die Schweiz, in Düsseldorf, im Stadion, ne? Ja. 50.000 Zuschauer, da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal richtig gespannt, ne? Der Homie Dominik Klein, der Weltmeister mit Deutschland war, der nervt mich ja auch die ganze Zeit damit. Der sagt so, ey, Werbung, voll cool. Der ist da schon sehr engagiert dabei und hat mir es auch erzählt. Und ja, mit seinem Funkel in den Augen und ist natürlich für das letzte Mal, wo zu Hause was war, meiner Meinung nach, war 2007, Januar. Da sind wir Weltmeister geworden. Ja, ey, und ich finde, wenn man Handball, die... Ich finde, wenn man so ein Ding... Jetzt aber. Digga, was ist da los, ey? Jetzt rede ich. Ich finde, Handball ist so geil, weil nämlich du musst das ganze Jahr das nicht konsumieren, aber wenn du es im Turnier schaust, kommst du schnell rein und das packt dich halt auch. Ne? So. Es packt dich, weil es gibt, also ich finde, es ist eine relativ einfach zu verstehende Sportart. Ja. So. Und es ist immer so ein bisschen Kampf mit drin und das kann man gut so als einfach nur EM-Fan sich mal angucken. Ich werde mir das auf jeden Fall reinziehen. Stimmung ist immer geil, bin da absolut für die Deutschen. Und bin gespannt, was da drin ist. Ne? Die Leute sagen ja so, wenn man das Halbfinale schafft, wäre es schon irgendwie richtig geil. Bin gespannt, ob man sich da in so einen Turniermodus kämpfen kann. Das wäre auf jeden Fall der deutschen Mannschaft zu wünschen, weil, eine Sache muss ich auch noch sagen, muss man die Öffentlich-Rechtlichen auch mal loben. Ja, die ARD hat so ein paar kleine Dokus produziert, wo die deutschen Spieler so privat unter die Lupe nehmen, ne, und so besuchen und auch den Trainer, der ja Isländer ist, in Island besuchen. Das haben die richtig geil gemacht, finde ich. Und das würde ich mir wünschen, vor Olympia, dass das die Öffentlich-Rechtlichen mit den Basketballern auch hinbekommen. Fände ich nämlich ziemlich geil. Einfach mal so ein bisschen Einblicke, weißt du? Und Oder wir machen das. Können wir natürlich auch machen. Dann muss sie aber GoFundMe, also müssen die Zuschauer das schon uns zahlen und uns irgendwie sponsoren. Irgendwie, weil das wird dann teuer. Sponsoren finden, aber können wir auch sehr gerne machen. Weil das finde ich, wenn man sowas sieht, dann identifiziert man sich natürlich noch mal mehr mit den Einzelnen. Ja. Das fand ich auf jeden Fall geil. Und wenn wir schon bei der Bucketlist sind, was wir beim Darts gesprochen haben, ne? Digga, du hast es mir ja auch gesagt. Junge, in der Euroleague, erste Woche direkt im neuen Jahr, Doppelspielwoche und nur Knaller. Ja. Also ich weiß nicht, ob die das extra so gelegt haben, aber war ja Wahnsinn. Angefangen, Klassiko, Barca gegen Real. Ja. Ey, was ein geiles Spiel. Real irgendwie so Spitzenreiter, haben erst ein Spiel verloren. Genau. Und Barcelona so ein bisschen unter Druck. Da hat man ja auch gesagt, so, hey, wenn die das Spiel verlieren, wird der Trainer gefeuert. Und im Raum steht ja, dass sie jetzt gerade mit Rubio verhandeln, der ja seine NBA-Karriere beendet hat. Ja. Und eventuell zurück zu Barcelona geht.
Dann gewinnt Barca das Spiel auf einmal, drehen das Spiel, geile Stimmung, mega. Ja. Und das, was war am nächsten Tag? Digga, am nächsten Tag? Hey. Also am nächsten Tag war wieder, hat wieder Europa, ich sag mal als Europa, ich sehe uns immer noch als Europa, ne? Auch wenn hier einige Europa-Hater am Start sind, aber ich sehe uns als Europa, hat man wieder abgeliefert, hat wieder alles viral gemacht. Da war das Belgrader Derby. Und ich meine, Roter Stern Belgrad ist, man muss ja auch sagen, wenn man es neutral sieht, diese Saison schlechter wie Partizan Belgrad. Und ich glaube, die Fans, das war so extra Juice für die Fans, um den Jungs zu zeigen, ey, wie gab's ja das, was da an Stimmung vorm Spiel war, dieses Einlaufdings, aber wenn die Hymne ist, wie die da grob geschrien haben, so weißt du, das war, da gab's ja schon mal das iconic Video, wo, wenn du bei YouTube mal schaust, wenn man halt so NBA und Euroleague Fans so vergleicht, ist immer das, wo Rote Stern Belgrad, wo unser Homie Mike am Start war, wo der da steht, ne, mit wo die alle am rumhüpfen sind. Und das, so ein Video gab's noch mal und ich fand's noch intensiver diesmal. Und ich glaube, das hat denen auch den Push gegeben, das Spiel auch einfach so eindeutig zu gestalten. Und ja, ich habe auch wieder so, ich habe halt so diese von Sports Center und sowas, ich habe die ganzen Reels von meinen Ami-Jungs bekommen, meinte so, was geht da ab? Und sag so, hey, da müssen wir mal hin. Und ich sag so, ja, das ist halt so hier, ne? Also ja, das war ja Wahnsinn. Ja, also unfassbare Atmosphäre. Ein bisschen neidisch. Ja. Per war ja vor Ort für Magenta. Ja. Ja. Schon ziemlich geil. Was ich natürlich immer so ein bisschen schade finde bei so Derbys oder so Rivalitätsduellen, sind ja keine Auswärtsfans so wirklich erlaubt, ne? Ja, ich glaube, bei denen ist da auch Sicherheitsgründe. Und ja, ich glaube, ja. Glaub, da in Serbien ist da nochmal ein ganz anderer Schlag von Menschen und Sicherheit als hier in Deutschland vielleicht. Weiß ich meine. Ja, absolut. Aber das würde dann, glaube ich, schon nochmal auch nochmal bisschen anders aussehen. Am Ende, du hast recht, das Spiel war relativ langweilig. Roter Stern krass rein gestartet in die Partie. Am Ende 88-72 gewonnen. Was ich da krass finde, ja erzähl. Also, soll ich erzählen? Was ich da krass finde, ist halt auch zum Thema, ja, weil das Spiel hat nicht so viel hergegeben, wie es eigentlich gesagt, also wie wir erwartet haben. Aber was ich krass finde, und ist auch so Stimmung hin und her, ne, aber und die Stimmung ist gut, dann heißt sie ja die Fans, aber was mir da aufgefallen ist, was mir immer auffällt, da geht ja jeder ab. Von VIP bis zu alle sind da am Springen, Schreien und so. Also das ist nochmal was ganz anderes. Nicht nur ein Block oder die Hälfte, sondern das ganze Stadion. Ne? Das ganze Stadion. Frauen, halt, Kinder, alle am Start, alle geben Vollgas. Ja, das ist schon sehr geil. Und steht außerdem auch in unserem Podcast. Ja, eben. Das ist ein Must. So, ne? Ey, du sowohl bei Roter Stern als auch wenn Partizan zu Hause spielen, spielen ja in der gleichen Arena. Aber das ist auf jeden Fall auf der Bucketlist. Und was halt auch geil ist, wenn du dann nochmal, du siehst dann jemanden wie Miloš Teodosic, der in seinem Alter da nochmal abliefert und du merkst aber auch so bei ihm, weißt du, dem bedeutet es wirklich was. Das ist ein serbischer Junge, so, weißt du, der weiß, um was es da geht und der hat da schon nochmal einen extra Funken Motivation, das hat man schon gemerkt. Generell findest du nicht auch, dass er diese Saison irgendwie viel besser spielt als letzte Saison? Das ist ja, der hatte letzte Saison auch schon ein paar Spiele, wo er aber ich glaube, es gibt halt den extra Juice, dass er nochmal so ein bisschen so zu Hause wieder im Frühling ist. Also, weißt du, meine, für seine Karriere so, dass da wirklich, ja, ich glaube, ist auch dieses extra Juice, dass er wieder zurück heimkehrt und da halt, also ich finde, gut abliefert. Ne? Also, ja, absolut. Vor allem ist es ja auch jemand, der nicht mehr der Jüngste ist und der weiß aber jetzt ganz genau so, okay, wie, und ich glaube, da ist auch schon so mit einer der unangefochtenen Anführer in der Mannschaft dort ist. Ja. 100%. Und es war halt in den letzten Jahren, ich meine, da waren die Mannschaften, in denen er gespielt hat, in Bologna durchaus
besser besetzt als Roter Stern. Und ja, da glaube ich, war er zwar auch ein sehr wichtiger Faktor, aber da gab es halt einen Toko Şengelya, der irgendwie nochmal eine andere Führungspersönlichkeit hatte. Und da gab es schon noch ein paar andere, Bellinelli etc. Aber dennoch, ey, ich finde es einfach geil, dass du dann da Spieler hast bei Roter Stern. Und die haben ja sehr viele einheimische Spieler. Ja. Die einfach dann nochmal extra angezündet sind in so einem Derby. 100%. Und dann war in der Euroleague noch ein Spiel, was außergewöhnlich war, also ein Rekordspiel. absolut crazy, Real gegen Efes. Das erste Spiel der Euroleague, das über 3 beziehungsweise am Ende sogar über 4 Verlängerungen gegangen ist, gab es in der ganzen Geschichte der Euroleague noch nie. Das ist krass. Oh ja, und vor allem das Krasse war so, eigentlich jede Periode ist verrückt geendet, weil immer hatte eigentlich ein Spieler entweder auf Efes-Seite oder auf Real-Seite eine gute Chance, das Spiel schon früher zu beenden. Ja, ja. Am Ende hat dann Real 130 zu 126 gewonnen, vielleicht noch ein paar Statistiken dazu. Das war die höchste Punkteausbeute eines Euroleague-Teams ever mit 130 auf der Real-Seite und der höchste Gesamtscore mit 256 Punkten. Also ich glaube, wenn da auf Tipico oder was weiß ich, auf diesen ganzen Wettanbieter mal einer gesetzt hätte, dass dieses Spiel insgesamt über 250 Punkte erreicht, dann hättest du ordentlich Schotter gemacht. Und die meisten Minuten in einem Spiel hat Shane Larkin abgerockt. Er war 53 Minuten und 11 Sekunden auf dem Spielfeld. Also ja, der hatte danach auch ordentlich Laktat in den Beinen. Ja? Ich sag mal, unser Boy Thibaut Pleiss hat ja 52 Minuten und 56 Sekunden. Also auch jetzt nicht gerade viel weniger. Ne? Also ich glaube, es sind 30, eine halbe Minute weniger auf dem, nee, 20 Sekunden weniger auf dem Spielfeld. Die sind danach, denke ich, auf jeden Fall in die Recovery Boots geschlüpft. Ja. Und auch nicht mehr rausgegangen. Bis heute nicht mehr raus. War auf jeden Fall auch ein verrücktes Spiel. Und wenn wir bei der Euroleague jetzt kurz abschließen, wollen wir uns den deutschen Teams gucken. Boah, da ist die erste Woche so ein bisschen schlecht angelaufen. Kein einziger deutscher Sieg. Berlin bei Žalgiris verloren. Übrigens, der kleine Chefkoch ist wieder da in der Euroleague. Andrea Trinchieri ist neuer Trainer bei Žalgiris Kaunas. Ich weiß, kurz verwirrt. Ja. die Bayern bei Bologna verloren knapp. Hatten eigentlich eine gute Chance, muss man sagen. Leider ab und zu bei den Bayern, vor allem auswärts, ne, dass sie diese knappen Spiele irgendwie nicht über die Bühne bekommen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die jetzt so langsam so ein bisschen ihren Juice verlieren, weißt du? So, und da, ich meine, und da ist auch so ein Thema, was ich eigentlich ansprechen wollte, so halt, dass einfach das irgendwie, so, ich meine, weißt du, das letzte Viertel, so, weißt du, ich meine, die letzte Phase eines Spiels, dass man da sieht, irgendwie merkt, oh, da ist irgendwie, ob das Konzentration ist, ob das halt vielleicht Kondition, dadurch Körperkoordination irgendwie vielleicht halt so ein bisschen schwächelt, so, aber irgendwie ist halt die letzte Überzeugung nicht da bei den Spielen gewesen. Oder wie siehst du es? Weil das war jetzt noch, weil eigentlich hatten die jetzt bis dato keine schlechte Euroleague-Saison gehabt, ne? Ja, also ich weiß nicht, aus meiner Sicht darf es eigentlich nicht irgendwie an der Kondition und Überlastung liegen. Ich konnte es nicht, aber so wie so ein Weihnachts-Neujahr-Durchhänger. Ich finde, man merkt halt, dass sie im Moment eigentlich in diesen Phasen nur einen wirklich konstant dominanten Spieler haben mit Serge Ibaka, der einfach abliefert. Ja. Und gerade so auf den kleinen Positionen, ich glaube definitiv, dass Vlado Lucic in der kommenden Zeit ein Spieler sein wird, der in diesen Phasen wieder abliefern wird und kann, weil er einfach die Erfahrung hat und die Eier hat. Aber gerade auf den kleinen Positionen hast du manchmal, da bin ich mir nicht immer sicher, ob da die richtigen Entscheidungen immer getroffen werden können. Und da hast du halt, wenn du das Spiel jetzt nimmst gegen Bologna, hast du einfach auf der Seite von Bologna eine Erfahrung und eine Klarheit wie mit einem Daniel Hackett, der ganz genau weiß, wann er mal einen draufzünden muss, aber eher so der klassische Spielmacher ist. Und dann eben
viel mehr Erfahrung noch irgendwo am Start hast. Ne? Du hast dann Bellinelli, du hast dann Tuku Şengelya, Iffe Lundberg. Das sind alles Spieler, die schon so oft in diesen Phasen auf dem Spielfeld waren. Und da bei den Bayern, da fehlt mir so ein Stück Überzeugung in diesen entscheidenden Momenten. Ne? Und das merkst du, wenn wir dann auch weitergehen. Ne? Berlin hat dann im zweiten Spiel der Woche gegen Bologna zu Hause richtig auf den Sack bekommen. Bayern dann auch nochmal bei Mailand. Also im Moment fehlt den deutschen Mannschaften, glaube ich, um wirklich ganz oben mitzuspielen, schon auch nochmal in der Tiefe ein Stück wirkliche Euroleague-Erfahrung und Qualität. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen ein Carson Edwards, der kann für die Bayern durchdrehen und der kann dir ein Spiel gewinnen. Aber im Moment noch nicht konstant genug. Ein Bolmaro, hast du ja auch des Öfteren gesehen, ab und zu in den entscheidenden Phasen ein bisschen shaky. Ein Francisco, der lebt ja von seinem risikofreudigen Spiel. Ja. Und das kann in beide Richtungen gehen. Ne? Mhm. Und ich glaube, da fehlt dir einfach noch ein bisschen Konstanz. Ich glaube, dass die Bayern das gerade jetzt in der zweiten Hälfte der Juli-Saison daraus lernen können und es besser machen. Aber im Moment fehlt da einfach so ein bisschen was. Und ich glaube eben nicht, dass es eigentlich, natürlich ist die Belastung sehr hoch, aber sie schaffen es ja schon, finde ich, dieses Jahr deutlich besser als in den letzten Jahren, die Minuten, gerade wenn es in der Bundesliga dann geht, ein bisschen auszugleichen, weil sie schon einen tieferen Kader haben. Aber jetzt findest du nicht, guck mal, ich hab mir jetzt mal angeschaut, ne? Jetzt sehe ich auch den Kalender, ne? Die haben 11 Spiele im Januar. Davon die Hälfte auswärts. Jetzt schaue ich mal ganz kurz. Es ist gerade irgendwie aus dem Weg. Ich glaube, in 3 verschiedenen Ländern. So. Guck mal, du hast ja auch international gespielt. Ne? Macht das dann halt irgendwie im Kopf bei den Spielern? Spielt das irgendwie eine Rolle, dass sie jetzt sagen, okay, dass wir vielleicht jetzt hier nicht so Vollgas geben? Weil, also natürlich wird es keiner öffentlich machen, aber so im Unterbewusstsein, weil man weiß, okay, wir brauchen die Kraft noch für den ganzen Januar. Im Februar geht es ja weiter. Im Februar haben die, glaube ich, 10 Spiele. So, ne? So, wie ist ja, das vor so allem im Februar so? hast du ein Highlight mit dem Top 4. Top 4 meine ich, ja. Aber, also ich glaube. Also wie war es für dich jetzt halt so? Erstmal, als Spieler, wie endet das? Weil ich meine, du hast ja mal Euroleague gespielt. Also Euroleague habe ich nie gespielt und vor allem nicht diese Doppelspielwochen. Ich glaube, das ist schon nochmal ein Unterschied. Grundsätzlich musst du sagen, willst du ja als Spieler so oft spielen wie möglich, und das ist ja auch gut, weil du nicht so viel trainierst und du kannst vor allem nach einem schlechten Spiel eigentlich nicht lange drüber nachdenken, sondern spielst direkt wieder. Ne? Das natürlich jetzt insgesamt haben natürlich die Bayern-Spieler jetzt in der Regular Season immer über 70 Spiele. Was natürlich schon eine Hausnummer ist. Man sieht schon auch Tendenzen, dass gerade in der Bundesliga versucht wird, die Minuten zu verteilen oder auch mal einen zu schonen etc. Und ich glaube, das ist auch notwendig. Das, finde ich, machen die Bayern auch gut. Deswegen wird dieser Fokus aus meiner Sicht jetzt im Januar und auch im Februar eher auf der Euroleague liegen, damit man da den Anschluss nicht verpasst, weil man einfach aus meiner Sicht in der Bundesliga schon gut genug ist, auch das ein oder andere Spiel mit einem Gang weniger zu gewinnen, oder dass man sogar mal sagt, okay, wir versuchen natürlich jedes Spiel in der Bundesliga zu gewinnen, aber wenn ich jetzt da eins verliere, dann ist es auch kein Beinbruch. Wobei die Tabelle extrem eng ist und man auch sagen muss, was man, glaube ich, unbedingt vermeiden will, ist natürlich in dieses Play-in zu rutschen, also nur siebter bis zehnter zu werden, weil du dann natürlich nochmal irgendwie so extra Spiele hast und dann der Druck natürlich als große Euroleague-Mannschaft nochmal viel höher ist. Also, wobei, das werden die Bayern eh vermeiden, aus meiner Sicht, aber oben trotzdem, oben hin. Weißt du, Chemnitz marschiert, Ulm marschiert, Würzburg ist da oben mit drin. Das ist alles ziemlich eng da oben. Die Sache ist halt, ich denke mir halt einfach nur, dass man in der Bundesliga halt, wie du sagst, unter den ersten 5 kommen muss,
ne, oder sollte, weil... Na, dein Ziel muss es sein, unter den ersten vier zu sein, weil du willst ja das Heimrecht. Ich sag sogar ersten fünf, weil nämlich Play-in ist halt, wäre halt hart, weil im Einspiel kann was passieren. Aber ich glaube, jeder Gegner von Bayern hätte keinen Bock, in der ersten Runde zu haben, ob Heimrecht oder nicht Heimrecht. Weißt du, ich meine, weil ich glaube, es ist schon schwieriger, wie du auch mal beim Podcast jetzt hier im BMW-Park gesagt hast, wo wir eine Live-Podcast-Aufnahme haben, dass es halt einfach ist, Bayern an einem Spieltag zu schlagen, wie jetzt zum Beispiel im Play-In, oder als auf Strecke, auf eine ganze Serie so, ne? Deswegen sage ich auch. Aber ich denke halt noch ein bisschen, und du musst da, glaube ich, noch ein bisschen weiterdenken, ne? Am Ende des Tages, wenn du in die nächste Runde dann kommst, oder in ein womögliches Finale, wo du ja immer die Bayern drin siehst, willst du ja Heimrecht haben. Das sind ja die entscheidenden Runden. Und da gilt schon einfach eine gute Ausgangslage zu schaffen. Aber am Ende, glaube ich, haben die Bayern genügend Qualität, dass sie auch das erreichen können. Ich denke nur jetzt, in diesen nächsten zwei Monaten trennt sich die Spreu vom Weizen, ob du wirklich noch eine Chance auf die Euroleague Playoffs hast, was ja immer das große Ziel der Bayern ist, oder eben nicht. Und, aber jetzt mal, um zurückzugehen, als Spieler, weil du jetzt sagst, okay, man muss jetzt halt nicht so lange nachdenken, man kann immer alles korrigieren, wenn man halt positiv oder negativ ist. Aber ist es nicht irgendwie sehr, sehr, also krass, was man den Körper halt antut, jetzt halt so wirklich so viele Spiele halt zu machen und halt wirklich, und das jetzt nicht nur ein Monat, das geht ja über mehrere Monate. Natürlich, ist mega krass, aber da entscheidet sich wieder, bist du für das absolute Top-Niveau gemacht und schaffst du es mental sowie körperlich, dich Tag ein, Tag aus darauf vorzubereiten, Geld, Zeit zu investieren, damit du ready bist, um halt wirklich konstant auf diesem Top-Niveau zu agieren. Ja. Oder eben halt einfach nur ein Spieler zu sein, der zwar in der Euroleague spielen kann, aber eben nicht das Niveau für ganz oben hat. Ja. Und ich glaube, da ist jetzt während der Saison ist da immer so, ne, da kommt es viel auch auf den Verein an, wie viel Pflege und so weiter. Da sind die Bayern natürlich top, medizinische Abteilung, Belastungssteuerung, Athletiktrainer, ist ja alles top. Ich glaube, dass viel im Sommer so der Grundstein gelegt wird, wie du, in was für einer Verfassung du jetzt bist. Und da schauen wir natürlich immer so ein bisschen auf die Nationalspieler, die natürlich da eine gesonderte Rolle haben. Und da finde ich es ja schon auch relativ beeindruckend, wie ein Isaac Bonga sich da durchackert. Auf Seiten der Berliner sowieso mit dem JT, der, weißt du, den kannst du eigentlich gar nicht aussetzen lassen. Ja. Weil der so wichtig ist, der ist so wichtig für die Berliner Mannschaft. Ohne den hätten die überhaupt gar keine Chance. Ja. Und das ist schon hardcore. Aber ey, deswegen, diese Jungs, muss man einfach sagen, deswegen sind die halt auch Weltmeister und sind die in der Euroleague teilweise Spitzenspieler, weil die es einfach schaffen. Der ihr Körper schafft, die investieren aber auch sehr viel, damit die einfach ready sind. Und dementsprechend, ey, am Ende des Tages zahlt sich das halt auch auf dem Konto aus, ja, und dann zu Recht. Ja? Aber auch zu Recht, einfach vollkommen zu Recht. Ja. Es ist einfach so. Für das Geld würdest du auch noch Euroleague spielen, ne? Nee, weil mein Körper, ich würde das körperlich und mental nicht hinbekommen. Wie, mental das Geld auszugeben, oder? Ey, ich sag dir ehrlich, so diese, du musst ja, was ja für mich das Wichtigste ist, als Spieler, dass du Routinen entwickelst, in denen du dich wohlfühlst, ne? Und du die wirklich tagtäglich anwendest, um sowohl körperlich als auch mental immer ready zu sein. Ja. Und ich war das lange Zeit und hatte auch diese Routinen und habe immer noch Routinen, die ich tagtäglich anwende, aber nicht mehr in einer Konsequenz und in einer, ja, in einer Endgültigkeit, wie man sie auf diesem Niveau braucht. Ja, also okay. Ich erwische mich jetzt schon das ein oder andere Mal, weißt du, ich mache immer nach dem Training hier mein Core-Programm. Und wenn du kennst es selber, an einem Tag bist du mal müder als an einem anderen.
Und da lässt du halt mal einen Satz weg. Ja? Da lässt du halt einfach mal einen weg. Es ist einfach so. Ja. Oder, weißt du, ich sage mir dann auch im Krafttraining, ey, wenn, keine Ahnung, wenn ich nicht gut geschlafen habe, so ey, boah, nehme ich halt wieder 5 Kilo runter von der Stange, ja. Und wenn du aber, wenn du diesen Drive also, hast, ne? Also hast du dann, also stemmst dann nur noch die Stange, oder wie? Ich stemm dann nur noch die Stange. Nee, aber das ist diese letzte Konsequenz, die dann am Ende den Unterschied halt natürlich auch machen. Und den haben die Jungs. Den haben ja die Jungs, ne? Und alle jungen Spieler, die mir erzählen, so, ja, aber ich komme da auch mit nur mit meinem Talent hin. Vergiss es. Kein Spieler in der Euroleague, der da oben konstant performt, ist da nur wegen seinem Talent. Die haben natürlich alle Talent. Aber am Ende der ausschlaggebende Punkt ist die harte Arbeit und das, was sie investieren. Und das können sich die meisten Leute gar nicht vorstellen. Ja, ich kann mir nicht so vorstellen, so in der Intensität, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es viel ist, aber ja. Ja, sei es drum. Ja, dann hoffen wir mal, dass die dann halt da auch in der Euroleague wieder halt hochkommen. Ich bin ja morgen beim Spiel gegen Real Madrid. Bin mal gespannt, was da geht. Und ja, das ist natürlich das Krasse, ne? Also wenn du dir jetzt allein mal die Bayern anschaust, die haben in der ersten Woche, waren die jetzt eigentlich nur komplett in Italien, ne? Die haben gegen Bologna gespielt, ja, die haben in Mailand gespielt. Dann sind sie, dann haben sie gegen Rostock auswärts gespielt. Genau, gestern. Gestern und spielen jetzt direkt 2 Tage später wieder gegen Real. Dann spielen die am Donnerstag, also morgens Dienstag spielen die Donnerstag in Istanbul, am Sonntag gegen Bamberg, dann in Berlin, dann in Chemnitz, dann wieder zu Hause, 2 Heimspiele. 3 Heimspiele. Ja, also ist brutal. Ja, ist krass. Brutal. Ist krass. Übrigens einer, den würde ich gerne einfach persönlich nochmal erwähnen, ne, weil die Bayern gegen Mailand gespielt haben. Auch ein Weltmeister, Joe Vogtmann. Eigentlich ja, noch ein zweiter Weltmeister, Mauro bei den Mailändern, ja, der leider gerade verletzt ist. Aber Joe ist auch jemand, der zu uns im Podcast will. Der hoffentlich irgendwann mal zu uns im Podcast will. Aber der, weißt du, der zeigt auch so gut wie keine Schwäche nach dieser WM. Und das finde ich so krass. Weil der in einer. Der ist in einer Atmosphäre, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Weil bei Mailand ist auch immer Druck. Das ist ja nochmal was ganz was anderes. Wenn du natürlich bei den Bayern, wenn du bei den Bayern bist, ist immer Druck, wenn es um die BBL geht. Ja. Ja? Aber bei solchen Vereinen ist es immer Druck, sowohl in der italienischen Liga, aber als auch in der Euroleague. Weil wenn die nicht performen und wenn der große Giorgio Armani nicht zufrieden ist, dann gibt es ihn mal richtig auf den Sack. Und meinst du, Leute haben Angst, wenn er da sitzt? Nee, ich habe gehört, dass alle wirklich ihn sehr mögen, dass das wirklich ein feiner Kerl ist, der sich auch immer bei den Spielern meldet etc. Also der muss echt ein cooler Typ sein. Und die sind ja auch immer, weißt du, letztes Jahr wirklich schlecht oder unter ihren Erwartungen geblieben. Dieses Jahr auch schon wieder gestartet, wo es hieß, so, okay, wechseln Sie jetzt den Trainer etc. Joe ist einfach so der Parade-Allmann, ja. Also nicht in seiner Spielweise, aber in seiner Konstanz. In seiner Konstanz einfach, weißt du, der Typ aus Eisenach, dem ist es alles scheißegal. Der macht seine 8,5 Punkte, 4,3 Rebounds, 2,6 Assists als Big Man in 22 Minuten. Das ist einfach Leute. Die deutsche Bürokratie. Der Dorit hat über das neue Jahr den Statistiker geschluckt. Ja, ich gebe. Schau mal, wie ich vorbereitet bin. Seit wann kommst du mit so Daten um die Ecke? Mich lachst du so aus, wenn ich 50 Screens auf habe, aber hey, das ist, glaube ich, die Resolution 2024. Das sind meine Neujahrsvorsätze. Okay, got it. I like. Weil normalerweise ist immer so bei der Vorbesprechung, Leute, wenn wir uns besprechen, was wir halt sagen. Digga, was für eine Vorbesprechung? Ja, die wir davor haben. Da machst du dich immer lustig, dass ich was vorbereitet habe. Nenn dich mal mit Mr. Wikipedia, bla bla bla. Und hast mich auch öfters schon hops genommen hier in gewissen Podcast-Folgen. Aber I am impressed hier. Schön vorbereitet, der Junge. Ne? Also heute auch war der voll pünktlich. Ne? Sogar
wir nehmen sogar eine halbe Stunde vorher, wir haben sogar eine halbe Stunde vorher aufgenommen, so, ne? Anstatt 12, so. Also es war, also, I like. Ich bin wenn da, ich bin wenn du so eine Kamera im Blick hast, ne? Ich bin committed. Und, bist committed. Ist es jetzt so wie bei Dein jetzt hier, ne? Ich bin richtig committed. Ja, was hast du noch auf deinem Zettel drauf stehen? Weißt du, was ich noch auf dem Zettel habe? Gehen wir mal dein Zettel jetzt durch. Die Folge gehen wir noch dein Zettel durch. Weißt du, was ich noch auf meinem Zettel habe? Erzähl. Weil wir kommen ja jetzt von den vielen Spielen aus der Euroleague, ja. Haben wir gesagt, okay, machen wir den Übergang in die NBA, wo es ja auch extrem viele Spieler immer traditionell gibt. Ja. Und erstmal müssen wir... Ich will nicht die Goat-Debatte aufmachen, weil die geht mir schon wieder auf den Sack. Wenn ihr die Goat-Debatte hören wollt, dann schaut bei unserem, ist ja eigentlich ein Kollege, Stephen A. Smith, können wir ja eigentlich Kollegen nennen, ne? Ja, im Grunde genommen. Also dann schaut euch den an, weil der war schon wieder mit Shaq on Fire, als es um die Goat-Debatte geht. Habe ich nur kurz reingehört, sehr unterhaltsam. Aber einer, der definitiv zu den Goats, ja, weil wir reden immer von einer Ziege, aber Ziegen können ja auch mehrere Ziegen geben. Happy Birthday King James, 39 Jahre geworden, im Dezember noch. Und ich habe das nur auf Instagram verfolgt, weil du das auch geliked hast. Der Dude hat eine Party geschmissen, ne? Studio Ey. 84, weil 84 geboren. Ja. Geil. Ey, wer da alles am Start war, ne? Auf der Party, die Party hättest du gern veranstaltet, oder? Nee, die hätte ich nicht veranstaltet. Ich wäre gern dabei gewesen, so, gern teilgenommen. Aber veranstaltet hätte ich die auf keinen Fall. Weil erzähl mal kurz auf, wer da alles am Start war. Es waren halt sämtliche viele Basketballer, auch von dem Management, von Rich Paul. Adele war, glaube ich, da, Jay-Z, Beyoncé, also wirklich das Who is Who. Die Creme de la Creme. Ja? Creme de la Creme, und halt natürlich auch Sportler von nicht nur Basketball, sondern auch Football und so, weil die haben ja auch so eine Agentur. Und ich glaube, es sind sogar Vertreter von Liverpool gekommen, weil die ja natürlich halt, das ist ja, was viele nicht wissen, LeBron James ist halt auch Teilhaber von FC Liverpool. Der hat ein paar Anteile, ne? Ich glaube aber nicht so viel. Nicht so viele, aber diese nicht so viele Anteile ist sehr viel wert. Wahrscheinlich so. Ein bisschen was wert. Nee, aber es war schon, also wie gesagt, also das war krass, was die gemacht haben. Ich meine, generell macht er so geile Partys auch für seinen Sohn. Da. Er hat sich eine schöne Perücke aufgesetzt, ne? so eine Afro-Perücke. Ja, die kriegt die selber nicht mehr hin. Das ist das Einzige, was der Goat nicht hinbekommt. Sofort. Also was der LeBron mit seinen Haaren. Ey, wenn wir bei dem Thema Haare sind, ne? Ich weiß nicht, ja? Mit wem ich neulich darüber gesprochen habe. Ey, wärst du einer, ja, der jetzt nach Istanbul fliegen würde und sich die Haare machen würde? Nein, weil, also ich kenne viele, die das halt machen und ich kenne viele, also ich paar empfehle ich es auch zu machen, aber nicht aus optischen Gründen, sondern halt aus charakterlichen Gründen, weil ich habe schon bei ein paar Leuten mitbekommen, also die ich halt kenne, so. Also wirklich direkte Freunde von mir, die wirklich, nachdem die ihre Haare da hatten, auf einmal so eine breite Brust haben. Ein anderes Selbstbewusstsein. Meine, so ja, ein anderes Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein und so. Meinst du, ich sollte das machen? Bruder, ich kann dir ein paar von meinen halt spenden. Weil ich habe ja so ein paar Geheimratsecken. Ich weiß, es geht schon ziemlich weit nach hinten. Aber ich sag dir eins. Aber wenn du sagst, wenn... Ich würde das niemals tun. Ich würde das niemals tun. Also ich würde es nicht machen, weil A, mir ist Pumpe ist und wenn mich Leute halt irgendwie... Ich setze eine Kappe auf. Ja, wenn sich die Leute darüber lustig machen, sollen die halt machen, weil am Ende des Tages haben die ein Problem damit, nicht ich. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann dazu nicht so viel sagen, weil wie ihr ja alle wisst, habe ich... keine Geheimratsecken, guck mal, da wuchert es überall nicht mit den Haaren und so. Und deswegen. Ja, du müsstest eher mal zum Friseur. NBA, Lakers, ja, wenn wir schon bei LeBron sind. Boah, die struggle, ne? Guck mal, und das ist halt das Thema, was ich ja auch immer so sage. Und jetzt, ich mache jetzt auch keine Goat-Debatte jetzt auf oder zu. Aber halt, wie kann der NBA-Pokal-Champ, sagen wir mal so,
Wie kann der auf Platz 10 in der Tabelle sein? Das zeigt mir wieder, dass die das Spiel nicht respektieren, sondern erst dann respektieren nach dem All-Star-Break. Und das kann doch nicht sein. Das ist doch halt einfach. Ist es nicht respektieren oder ist es fehlende Qualität? Weil am Ende des Tages performen eigentlich nur LeBron und Anthony Davis. Was heißt fehlende Qualität? Aber halt. Nein, ich sag mal so, dann ist es auch, dann ist das fehlendes Leading. Weil es kann nicht sein, dass du Playoffs-Turnier, also den, nicht Playoffs, den NBA-Cup quasi, so, ne, dass du so überragend da bist, aber bei den anderen halt nicht. Weil wenn du da abgekackt hättest und mit LeBron James und Anthony Davis auf Platz 10, 11, 12, 13 wärst und dort, so wie bei den Bulls, ne, so, dann würde ich sagen, okay, dann ist fehlende Qualität. Aber das ist ja keine fehlende Qualität, das ist halt fehlende Einstellung, meiner Meinung nach. Weil ich finde halt auch einfach, das haben wir schon mal, und da werde ich nicht müde zu sagen, auch wenn ich immer Hate dafür abbekomme, ist halt, wie kann es sein, dass man 20, 30, 40 Burgers bekommt, wenn man das halt ernst nimmt durchs Spiel? Das kann mal passieren, aber nicht in der Häufigkeit. Wie kann das als LA Lakers, und da muss ich dann halt auch mal, das ist halt der einzige Punkt, wo ich sage, bei der Go-Debatte, dass ich MJ vorsehe, weil ich das Gefühl habe, ich persönlich, dass er das Spiel ernster nimmt, dass er das Spiel gespielt hat, weil er es geliebt hat, weil er hat auch mit Fieber gespielt, die haben jedes Spiel hart gespielt, jedes Spiel. Und bei LeBron habe ich so das Gefühl, dass er so für die Statistik spielt. So, dass er überall sein Name drauf ist. Das hat, glaube ich, MJ gar nicht gejuckt. So, weiß ich mal. Und ich verstehe es nicht. Also, das kann man mir nicht erklären. So, ne, als Fan, als Sportler, dass man halt, wenn man eigentlich so überragend ist und so on point ist, wenn es um was geht, dann einfach in der Liga halt dann nicht entliefern. Da kann man halt sagen, okay, man achtet auf seinen Körper, will in Stretch sein, oder ich sag einfach, no respect for the game. Tough. Hate on. Das könnt ihr mich alle haten. So. Hatet jetzt mal schön alle den John. Ich meine, jetzt das Stadtderby haben sie jetzt gewonnen. Da hat er sogar ein kleines Ausrufezeichen auf. Ja, aber da ging es so wieder was. Ja, ja, ja. Ja, ich weiß, ich sag auch nicht, dass du falsch liegst. Ich sag nur, das Derby haben sie jetzt gewonnen. Ach so, du sagst, dass ich nicht falsch liege, aber du gibst mir den Hate ab. Das heißt, dass alle mich haten sollen. Du Penner, Alter. Ja, du, das war doch dein Take. Auf jeden Fall hat er auf Paul George gedankt. Gab aber auch schon mal verrücktere Posters. Aber ja. Lass uns noch kurz, weil wir haben schon wieder fast eine Stunde auf dem Tacho. Lass uns mal bitte noch kurz in der NBA bleiben. Weil dein Kumpel dich dann genervt hat, richtig? Nee, ich habe mir nur mal angeguckt, weil wir ja unsere kleine Allmann-MVP-Runde haben. Ja. Und es für mich bis jetzt im Januar, in der ersten Woche im Januar, keinen anderen geben kann als unseren Jungen Isaiah Hartenstein von den Knicks. Es gibt mehrere Gründe, warum ich das ausgewählt habe. Einmal, er hatte ein überragendes Spiel gegen deine Mannschaft. Ich kenne meine Mannschaft nicht. Oh, du bist kein Bulls-Fan mehr? Doch. John ist kein Bulls-Fan mehr. Das ist halt, ja, okay, egal, scheiß drauf. Okay, egal, in dem Spiel hat er auf jeden Fall 10 Punkte und 20 Rebounds. Ja, das Gute ist halt für ihn, ne, ist halt auch, dass einfach der Robinson verletzt ist. Ne? Das heißt, ja, und der auch einfach, ganz ehrlich, der war auch einfach Trash. Ja, und ich find auch, dass er quasi mit OJ halt besser passt, besser fittet. Weiß ich meine? Ey, also, ich sag mal so. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und mir nur die Spiele im Januar jetzt angeguckt. Chaos. 10,5 Punkte, 13,5 Rebounds, 18 aus 26 Field Goals. Und weißt du, was das Interessante ist? Kein einzigen Dreier. Also der Typ, und das ich weiß nicht gar, ob das schon über dem Teich bekannt ist, der Typ kann ja Dreier ballern. Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Das ist meine. Aber er nimmt keine Dreier. Auf jeden Fall haben sie alle 4 Spiele im Januar gewonnen, sind im Moment 5. im Osten. Und ich habe natürlich in meiner Freundesliste auch jemanden, der ein Diehard Knicks-Fan ist. Ich auch. Er hat gesagt, ich muss unbedingt erwähnen, dass er schon seit 95 Knicks-Fan ist. Ja? Und seine Ansage von meinem guten Freund Stephen. Sag den Namen, sag.
Stippe. Mach mal den Namen. Stippe Seekuhl. Ah, okay. Er sagt, dass die Knicks zu 100% in den Playoffs landen werden. Und wenn alle gesund bleiben, sogar werden sie Vierter. Also was das ist sein Take. Das ist einfach New York Knicks. Ich habe halt zwei Homies. Einen in New York, einen sehr, sehr engen Kumpel von mir, den du ja auch oft mal bei mir in der Story gesehen hast, wenn ich drüben in New York, der ist Teddy. Und das ist so einer, das ist ein Freak. Das ist so einer, der trinkt keinen Alkohol und macht keinen Scheiß mehr, aber gibt sein ganzes Geld aus für Yankees, Rangers, Knicks und Giants. Für alle seine New Yorker Mannschaften. Und wirklich, der hat immer, ich meine, wenn, ich hatte mal so Fotos hier geschickt und so mit kranken Plätzen, Madison Square Garden ist immer über ihn, so, ne? Und er sagt natürlich typisch New York, ey, we gonna be champion this year. Also er glaubt, das war so wie letzte Saison im Madison Square Garden, wo die ein Playoff-Spiel gewonnen haben und wo die so heftig gefeiert haben, als hätten die Championship gewonnen. Und das ist einfach New York. Das, ihr müsst mal verstehen, Leute, die sich mit der NBA nicht so wirklich auskennen oder mit den Fans. New York Knicks, Madison Square Garden ist immer, da pöbeln die auch alle von Superstar bis zum Ding und die sind sehr euphorisch. Aber ich habe jetzt noch eine. Ja, warte mal, ich will nur mal sagen, ja? Also mein Knicks-Kontakt, ne? Mein Kumpel Stippe, ja, hat aber gesagt, ey, aus seiner Sicht ist wahrscheinlich in der zweiten Runde dann Schluss. Also der ist nicht, der sagt, dass sie Champions werden, der kann es, glaube ich, noch ein bisschen realistisch einsetzen. Der sagt, zweite Runde ist dann Feierabend. Wir haben noch einen, den habe ich auch gefragt, was, wie er so sieht, weil mit Teddy ist dann einfach so, der ist einfach zu... Also es ist genauso, wie wenn ich sagen würde, Dortmund wird Triple-Sieger Anfang der Saison. Weißt du, ich meine so. Es hast ist du Pokal übrigens des Öfteren schon mal gesagt, aber okay. Ja. Auf jeden Fall, vielleicht können sich noch Leute erinnern, die uns schon sehr, sehr lange zuhören. Und wir hatten einen gehabt, den Grandler vom Viktualienmarkt. Schöne Grüße, a.k.a. Markus. Oh, ich durfte den Namen nicht sagen, aber egal. Der Grandler vom Viktualienmarkt, der schreibt mir: perfekter Fit aktuell. Nachdem Robinson leider raus ist und er Minuten bekommt, liefert er richtig ab, also sehr. Hat aktuell, glaube ich, das beste Defense-Rating in der NBA, Isaiah. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Brutal wichtiges Rebounding. Rodman who? Anspielung auf mich natürlich, ne? Und halt, ja, er sagt auch, passt zu OG und jetzt wait for it. Brockton bekommen wir auch noch und dann sind wir ein richtiger Contender. Ah, man merkt schon, und ne? Die, das ist schon. Die Knicks-Fans, die schweben gerade auf Wolke 7. Und weißt du, was witzig ist? Ich habe bei mir in der Mannschaft einen Spieler, der kommt aus Harlem, ne? Ja. Der ist jetzt kein krasser Knicks-Fan, aber das, was du gerade beschrieben hast, ne, dass die New Yorker sind ja schon sehr stolz immer auf ihre Stadt und auf ihre Mannschaften, ne? Ich weiß nicht, wo wir gespielt haben. Dann legt er sich mit irgend so einem jungen deutschen Nachwuchsspieler an, ne? Und flext so vor dem und sagt so: ey, Dude, I'm gonna fuck you up. I'm from Harlem. Und der junge Spieler schaut den nur so an und denkt sich: Alter, wo zum Teufel kommst du her? Ich hab gar keine Ahnung. Nein, muss er nicht. Ja, natürlich weiß der, was Harlem ist, aber das interessiert ja hier keinen. Ja, ja, weißt du, also, aber das, die wissen, aber er die hat halt nicht, auch was, diese Attitüde, so, weißt du, dieses, die wissen nicht, was, für was für Schlacht die halt so sind, ne, so, also, ja, ja. Also, aber das ist wirklich so, New York und, also die New Yorker, also wirklich New York, New Yorker und ihre Teams, Alter, das ist der Wahnsinn, also wirklich, von, also das heißt, nach meiner Karriere, John, fahren wir zu Teddy nach New York und dann, hundertprozentig, und dann schauen wir uns ein paar Sport-Highlights an. Da gab es doch die Geschichte da mit diesen Shirt-Kanone, dass er denen das so befohlen, also mit seinem Kontakt halt so befohlen, dass sie so lange in unsere Richtung schießen, bis ich doch so eins fange. Das habe ich doch gefangen, das habe ich doch auch bei Instagram gepostet und so. Und ich denke mir doch so, voll geil und so. Und er sagt so, ja, dann hat er mir das mal erzählt, weil es kam danach noch einer von dem seinem Kontakt kam an und meint so: boah, Alter, kannst du nicht schwangen? Das geht die ganze Zeit in unsere Richtung. Das weiß ich, meine, das war schon geil. Also, naja, was soll man machen, ey?
New York. Geil. Und New Yorker Fans muss man mal machen. Ist auch unsere Bucketliste. Ja, viel über unsere Bucketliste geredet. Leute, wenn ihr wirklich Themen habt, worüber wir reden sollten, ne, schreibt uns einfach und wir nehmen es halt mit rein. Jetzt wieder ein Kumpel mit New York Knicks. Und ja, ich denke mal, wir machen jetzt mal das Jahr zu, oder? Das Jahr. Ja, und wenn ihr vor allem noch, wenn ihr noch Tipps habt für unsere Sport-Highlights, für unsere Reiseziele, für unsere Bucketlist, ja, dann auch gerne immer her. So ein paar Underground-Tipps brauchen wir noch, ne? Weil ich meine, Belgrad-Derby kennen alle, ja. Also Sport, also wirklich egal. Madison Square Garden, da kennen alle. Ali Pelli kennen auch alle. Aber so ein paar, so weißt du, so, vielleicht so ein Kreisklasse-Spiel, keine Ahnung, wo ihr unbedingt John und Basti mal am Bratwurststand treffen wollt, ja, dann gibt's uns auch gerne Bescheid. Nehmen wir auch gerne mit. Oder es gibt auch so also wirklich Sportarten übergreifend. Ich meine, auch dieses, keine Ahnung, dieses. Weißt du, wo ich hin möchte mit dir? Zum Cricket. Oh. Zum Cricket will ich gern. Gut, das hat, Leute, was die Sache, wir haben ja gestern telefoniert. Eigentlich habe ich immer ja gesagt, bis du mir erzählt hast, weil deine Schwiegermutter. Nein, meine Tante. Nee. Meine Tante ist großer Cricket-Fan. Ach, deine Tante ist großer Cricket-Fan. Und dann hast du mir aber, dann dachte ich mir innerlich, ja, geil. Ist auch mal was Neues, voll geil, weil ich hatte Cricket, weil du siehst immer so bei so meistgeschaute Spielen und so weiter, das ist immer so Pakistan gegen Indien, Cricket und so, und dann denke ich so, und letztens war halt David Beckham halt dort bei irgend so einem Cricket-Megastar, ne, so, und da gucke ich so, irgendwie folgen über 300 Millionen Leute, so, da dachte ich, oh, wer ist das denn? Und dann hast du gestern ein Detail gesagt. So, ey, Bruder, das Spiel kann auch 5 Tage dauern. Ich so, wie, das kann 5 Tage dauern? So, ich so, ja, das kann 5 Tage dauern. Und wenn am Ende unentschieden ist, dann gibt es keinen Sieger. Also ganz verrückte Regeln. Aber mittlerweile gibt es da auch abgespeckte Varianten. Ne? Also da findet man schon was. Nee, aber so Cricket, Rugby und so, ne, so Sportarten, ja, glaube ich, geht es auch richtig ab. Also falls ihr da Tipps für uns habt, gerne her damit. Vielleicht machen wir einen YouTube-Kanal, wo wir es bereisen. Aber da musst du deine Karriere beenden, Alter. Wenn soll man es machen? Ja, aber das dauert ja nicht mehr lang. Das dauert ja nicht mehr lang. Oha, oha. Meine Knie schreien jeden Morgen danach. Mit diesem Gerücht lassen wir euch mal da. Ihr könnt halt oben wild spekulieren. In diesem Sinne, hören wir uns nächste Woche wieder, oder? John, mach's gut. Bis nächste Woche. Und ja. Folgt uns an allen Kanälen, was wir immer sagen müssten. Müssen wir eigentlich mal, ey, bist du eigentlich auf diesem Threads? Sind wir auf diesem Threads jetzt auch unterwegs? Habe ich noch nicht ganz gecheckt, das Ding, aber. Was ist? Naja, dieses neue Twitter von Instagram, keine Ahnung. Alter, okay, der John kennt sich wieder nicht aus, aber das ist auch wieder. Das ist meine Aufgabe. Stopp. Sagt der Typ, der Twitter meint, obwohl es kein Twitter mehr gibt. Okay, sorry. Das alte Twitter, das neue Ex. In diesem Sinne. Ey, das ist schon so. Ey, ich glaube, wir sind schon wie Zwillinge. Das ist sehr beängstigend. Nee, definitiv nicht. Ich möchte nicht dein Zwillingsbruder sein. Also in diesem Sinne, tschüss, macht's gut, bis nächste Woche. In your face.